Letztes Jahr haben wir gemeinsam den Entschluss gefasst, einen Traum wahr werden zu lassen und nach Island zu fliegen. Was wie ein Scherz begann, haben wir mit einem Handschlag besiegelt und sind im Mai für 11 Tage losgereist. Island ist nicht einfach ein Urlaub oder eine Erfahrung, die man macht. Island ist ein Abenteuer. Bepackt mit Drohne und Kameras sind wir 3200 Kilometer entlang der Ringstraße gefahren und haben knapp 50 verschiedene Ziele angesteuert. Vulkankrater, Flüsse, Wasserfälle, weite Landschaften und hohe Berge. Hier ist es jeden Kilometer anders. Und auch die Pferde, Schafe und Lämmer genießen ganz offensichtlich, was sie hier haben. Denn Island strahlt eine ganz besondere Ruhe aus. Seit ich fotografiere, habe ich geträumt, hierher zu kommen. Mit eigenen Augen zu sehen, wie anders die Welt sein kann. Und sie dann festzuhalten und zu zeigen. Das gemeinsame Planen der Route, jedes angesteuerte Ziel, hat uns seit Beginn der Reise aus dem Alltag gerissen und ein Gefühl von Gelassenheit in uns gefestigt. Aber wir hatten auch Glück. Wir konnten Wale sehen und beim bloßen Anschauen der Papageientaucher wurden mehr Glücksgefühle ausgeschüttet als in so mancher Comedy-Show. Das Nationaltier Islands hautnah zu erleben, ist der Wahnsinn. Die Schönheit und die Weite haben uns jeden Tag aufs Neue beeindruckt. Schluchten mit Gesteinsformationen, die man aus Europa nicht kennt, tauchen mitten in den Tälern der isländischen Landschaft auf und erzählen Geschichten von Naturschauspielen, die kein Mensch jemals gesehen hat. Das Gefühl von Freiheit in der menschenleeren Hochebene beflügelt, jeden Gedanken loszulassen. Auch wenn wir viele Kilometer auf unserer Route zurückgelegt haben, fällt es uns einfach, abzuschalten. Island ist viel mehr als karge, graue Landschaft. Island kann auch rot, grün oder gelb sein. Und ziemlich intensiv riechen, wie die vielen Schwefelquellen eindrucksvoll bewiesen. Die pure Energie, die hier auf die unterschiedlichsten Weisen sichtbar wird, ist der beste Beweis dafür, dass unsere Erde lebt. Tausende Liter Wasser stürzen pro Sekunde die tosenden Wasserfälle 50, 60, 70 Meter hinunter und jeder ist anders. Jeder Wasserfall hat seinen ganz eigenen Klang, seinen eigenen Strom, seine eigene Magie. Auch die Steilküste im Norden Islands hat seinen ganz eigenen Charme, bei gutem wie bei schlechtem Wetter. Möwen nisten zu Hunderttausenden und ergänzen mit ihren Schreien das Rauschen des Meeres. Und neben den großen Schauplätzen haben wir auch immer wieder kleinere Sehenswürdigkeiten bestaut. So steht inmitten der weiten Leere ein kleines Haus mit Gras bewachsen, Islands älteste Kirche. Im Mai geht die Sonne hier niemals unter. Und der Sonnenuntergang geht fast nahtlos in den Sonnenaufgang über. In Kombination mit einem wolkenlosen Himmel taucht die Sonne Leuchttürme und Gesteinsformationen in ein warmes, oranges Licht und beruhigt sogar das Meer. Ich habe in einem Buch gelesen, dass es nur zwei Arten von Menschen gibt. Die, die noch nie auf Island waren und die, die immer wieder herkommen. Und es stimmt, denn wir waren mit Sicherheit nicht das letzte Mal hier.